Seit 2005 existiert die Hanseatische Bürgerstiftung Rostock. Seitdem schüttet die Stiftung jedes Jahr Tausende von Euro für ehrenamtliches Engagement in der Universitäts- und Hansestadt aus. Dieses Jahr lag der Betrag exakt bei 10.130 Euro. Oberbürgermeister Roland Medling betonte, dass ohne das ehrenamtliche Engagement viele Vereine in Rostock gar nicht denkbar wären. Das Geld ging an Vereine, Institutionen und Privatpersonen für den selbstlosen Einsatz für Projekte und Ideen, die anderen Rostockern wiederum zugutekommen. 1.000 Euro erhielt zum Beispiel der See- und Segelsportverein Hansestadt Rostock für die Anschaffung eines Bootsanhängers. Also das sportliche Engagement betrifft natürlich Segeln, so oft wie der Name es sagt, wie es viele andere Vereine in Rostock auch machen. Das beginnt bei uns im Kinder- und Jugendbereich, im Kinderbereich ganz besonders im Opti, dort geht es los. Und dann nachher, wenn es in den Jugendbereich geht, in die Jugendklassen, wie auch jetzt neu seit letztem Jahr 29er, die richtige Bezeichnung, die Vorläuferklasse für die olympischen 49er. Und dazu versuchen wir uns natürlich irgendwie zu etablieren, finanziell gut aufzustellen, damit wir überhaupt Mannschaften ins Rennen kriegen, auch nicht nur in Rostock, sondern in ganz Deutschland, was nicht so einfach ist. In MV gab es letztes Jahr nach meinem Kenntnisstand bei der Landesmeisterschaft ungefähr 12 Teams, das ist verdammt wenig, 50 wäre normal, die Hochburg ist derzeit in Berlin, aber damit unsere Mannschaften dort überhaupt aktuell sind, mitmachen können, müssen wir sie mobil machen, dafür dieser Trailer. Den höchsten Geldbetrag mit 1.500 Euro erhielt dieses Jahr der Förderverein Rostock Griffins e.V. für die Anschaffung neuer Trikots für die Jugendmannschaft des American Football Teams. Für ihre langjährigen Verdienste um die Stiftung wurden Professor Ingo Richter und Norbert Ripka mit goldenen Ehrennadeln bedacht. Das Stiftungskapital ist inzwischen auf 400.000 Euro gestiegen. Wie alle Stiftungen in Deutschland und Europa leiden auch die Rostocker unter der Niedrigzinspolitik.